Ey, ich weiß schon, ihr habt mich nie danach gefragt. Ist mir aber egal. Ich zeige euch jetzt, was ich in dieser meiner Kameratasche mit mir rumschleppe. Und damit einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen und hallo, ich hoffe, es geht euch allen gut. Warum glaube ich jetzt, dass der Inhalt ausgerechnet meiner Tasche hier für euch da draußen in irgendeiner Form interessant sein könnte? Die Antwort ist ziemlich simpel. Es gibt bereits zig solcher Videos da draußen. Und ich selbst gucke die immer ganz gern. Und zum einen, weil ich die häufig ganz amüsant finde. Zum anderen, weil ja dann doch hier und da mal was dabei ist, von dem ich denke, interessant, gucke ich mir gerne mal an, könnte ja auch was für mich sein. Und darum ist es eigentlich nur recht und billig, euch auch mal in meine Tasche gucken zu lassen. Und legen wir doch direkt mit dem Behältnis selber los. Die Tasche ist nämlich ein Rucksack. Könnt ihr hier sehen, ne? Zwei solche Riemen. Rucksack deswegen, weil ich die Gewichtsverteilung auf zwei Schultern einfach super finde. Gerade wenn du ein bisschen länger unterwegs bist, macht sich das echt bemerkbar. Der spezielle hier nennt sich Flipside Track BP450AW, ist von Love Pro und ich bin sehr zufrieden mit dem Teil. Schleppt das jetzt ein Dreivierteljahr mit mir rum und habe eigentlich kaum was zu meckern, außer vielleicht, dass es keine extra Laptop-Tasche für das Ding gibt. Es ist zwar möglich, hier so ein 13 Zoll Laptop oben reinzuschieben und das da irgendwie reinzuquälen, würde ich aber nur auf sehr kurzen Strecken empfehlen. Mein eigenes Laptop hat zumindest optisch darunter nämlich auch schon ordentlich gelitten. Sei es drum. Machen wir den Rucksack mal auf. Tada! Herzlich willkommen in meinem Kamerarucksack. So oder so ähnlich sieht das in dem Ding eigentlich immer aus. Ich fange mal mit dem Teil hier an. Das ist das Rode VideoMic Pro. Ist noch die etwas ältere Generation, muss man manuell an- und auch wieder ausschalten. Ansonsten kann ich nichts Schlechtes zu dem Ding sagen. Cooles Mikrofon. Klingt gut, hat mich noch nie im Stich gelassen, bin froh, dass ich es habe. Immer mit im Rucksack. Wenn ich schon mal beim Thema Audio bin, zeige ich euch auch diesen kleinen Beutel hier. Da ist aktuell zwar bis auf diesen Windschutz nicht viel drin, aber normalerweise würde sich hier drin mein Anstecker wiederfinden. Mein Ansteckmikrofon, das ich jetzt gerade am T-Shirt habe, damit ihr mich überhaupt reden hören könnt. Und auch der dazugehörige Sender und Empfänger ist jetzt gerade im Einsatz, ansonsten wäre das natürlich mit hier in der Tasche. Da unter in dem Fach sind die möglicherweise langweiligsten Sachen versteckt, die es in so einer Kameratasche überhaupt gibt. Aber ohne die geht nun mal leider überhaupt nichts. Akkus und Batterien. Ne? Ohne Strom kann man nicht arbeiten. So einfach ist es. Dann, wo ich schon mal beim Thema Langeweile bin, zeige ich euch auch gleich mein Linsenputztuch. Das hier ist ein bisschen bunt, damit die Langeweile nicht ganz so schlimm wird. Aber so langweilig, wie es auch erstmal aussieht, wenn man nach 7 Stunden Wanderung mit einem verschwitzten T-Shirt versucht, eine Linse sauber zu machen, viel Glück. Dann nehme ich doch lieber so ein Ding. Und auch das hier ist zum Reinigen echt Gold wert. Und außerdem bei Leuten, die es noch nie gesehen haben, immer für einen Lacher gut, also vielleicht keine schlechte Investition. Okay, machen wir mal hiermit weiter. Das ist eine kleine LED-Leuchte von Aperture, die Amaran ALM9. Gar nicht so ein teures Ding, ich glaube, ich habe damals 50 Euro bezahlt oder so. Das Teil hier vorne ist magnetisch und da kann man dann solche Filter drunter festmachen. Die ganze Lampe ist dimmbar und das war's dann auch schon. Super praktisches, extrem kleines Licht. Man weiß nie, wann man mal ein kleines bisschen Augenschimmern braucht oder ein Effektlicht im Hintergrund oder so. Dafür ist die echt geil. So, dann schauen wir uns doch am besten mal die Filter an. Meine Filter kommen alle von der Firma Moment. Nicht, weil die dieses Video sponsern oder irgendwelche Videos, die ich schon mal gemacht habe, sondern weil ich die Filter halt einfach geil finde. Ich habe unter anderem den CPL, das ist ein Polfilter. Ich habe dann hier den
Variablen ND-Filter 4 bis 32 und den zweiten, der ist 64 bis 512. Und dann habe ich hier noch die Cineblum-Filter, und zwar den 10%igen und den 20%igen. Ich habe über all diese Filter schon mal Videos gemacht, die ich euch gerne unten in der Beschreibung verlinke. Könnt ihr euch angucken, falls ihr euch für die Dinger interessiert. Und der 10%ige Filter, der ist eigentlich schon, seit ich ihn besitze, dauerhaft vorne auf meinem Objektiv verschraubt. Das ist dieser rote Ring hier. Der macht einfach einen total geilen Look. Ich finde das super. Na, und jetzt habe ich auch schon direkt den Hauptdarsteller in der Hand. Das ist meine Sony A7 III. Ist jetzt seit 3 Jahren bei mir und ich bin immer noch sehr zufrieden mit dem Teil. Vorne drauf ist jetzt gerade die 2470-28. Das ist tatsächlich einfach mein Lieblings-Zoom-Objektiv, und zwar unabhängig von der Marke. Ich finde einfach die Möglichkeit, von 24 auf 70 mm zu gehen, mal eben schnell unfassbar wichtig, wenn man viel alleine arbeitet. Genau, das dazu. Dann habe ich natürlich noch andere Objektive. Zum einen dieses hier. Das hier hinten ist nur ein Adapter, damit ich das Teil auf meinen E-Mount drauf kriege. Von K&F kommt der und adaptiert mir diese Helios-Linse, die ja tatsächlich sehr klein und sehr schnuckelig ist, ne? Adaptiert mir die Helios-Linse auf meine Sony. Ist ein sehr spezieller Look. Ich mag ihn aber sehr, sehr, sehr. Ihr müsst mal bei eBay gucken, die Dinger kosten gar nicht so wahnsinnig viel. Natürlich voll manuell, da ist nichts mit irgendwie Auto irgendwas. Trotzdem geiles Objektiv. Und dann habe ich hier noch die Sigma Art 85 mm 1.4. Saugeiles Objektiv. Es ist, eigentlich müsste ich dazu mal ein Video machen. Oder ihr guckt euch einfach andere Videos an. Es gibt ja genug über dieses Objektiv. Finde ich richtig stark. Cooles Ding. So, und dann war es das. Nee, war es noch nicht ganz. Hier habe ich noch, damit ich meine Filter auf sämtliche Objektive drauf bekomme, noch solche Adapterringe. So, das war es dann aber aus diesem Bereich der Tasche. Dann habe ich hier am Rand noch einen Jobby Gorilla Pod. Der ist ja wahrscheinlich den allermeisten von euch bekannt. Ich bin gar nicht so ein Riesenfan von den Dingern, muss ich ganz ehrlich gestehen. Trotzdem bringen sie hier und da doch schon mal einen Vorteil. Naja, und ich habe halt einen, warum soll ich ihn nicht dabei haben? Hier und da benutze ich ihn mal, aber eigentlich nervt er mich. So, dann hätte die Tasche hier vorne noch mal einfach, dass ich allerdings, ups, meist leer habe. Da ist nicht viel drin. Da kriegst du irgendwie ein Tablet rein oder so. Ich packe mir da manchmal Festplatten rein, die ich vom Büro mit nach Hause nehmen will oder so. Mehr ist da nicht. Und dann gibt es hier oben noch mal ein Fach. Und da habe ich was drin. Naja, ne? You never know. Und Klemmen. Auch wieder, wer weiß schon, wann man es mal braucht. Dann ist das hier das Letzte, was da drin ist. Das ist ein Kameragurt von der Firma Peak Design. Einfach nur für den Fall, dass ich tatsächlich mal keinen Bock habe, die ganze Tasche unterwegs durch die Gegend zu schleppen, sondern nur eben die Kamera mir umschneiden möchte und dann geht's los. Also Kameragurt ist da auch noch drin. Und dann war es das auch schon. Mehr ist in meiner Tasche gar nicht drin. Recht auch. So Leute, das war's. Das ist, was ich Stand April 2021 in meinem Kamerarucksack mit mir durch die Gegend trage. Na klar, wenn es dann um Jobs geht, wo ich nochmal Stativ mitnehmen muss oder nochmal ein paar Lampen mehr oder so, dann ist das so, aber in meinem reinen Kamerarucksack sind das die Sachen, die ich eigentlich immer dabei habe. Da ist recht vollständig die Liste, würde ich sagen. Falls ihr Fragen zu dem einen oder anderen Teil habt oder euch wundert, warum ich irgendwas Bestimmtes nicht mit in der Tasche habe, dann schreibt mir gerne einen Kommentar. Und ansonsten würde mich auch interessieren, was ihr durch die Gegend schleppt. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin bleibt bitte gesund, bleibt sauber, macht keinen Blödsinn. Tschüss.